Servus, grüezi, hallo und moin moin, hier ist Burkhard Huber-Kadu, einer der HAJ Hannover Marathonbotschafter. Auf meiner Hauslaufstrecke einmal rund um den Eutersee mit ein paar aktuellen Laufrückmeldungen. Ich erzähle euch ein bisschen, wie sie wieder war und wie die nächsten Tage gehen. Alles weitere nach dem Intro. Yeah. Servus, grüezi, hallo und moin moin, hier ist Burkhard Kadu, der HAJ Hannover Marathonbotschafter, live aus Euthen. Ja, was soll ich sagen, ich bin wieder aus Sevilla da, war schön, ich bin ja relativ untrainiert reingegangen, musste mir auch starke Kritik anhören, dass ich trotz einer grippigen Geschichte, also einem Erkältungs- oder grippalen Infekt oder wie auch immer, zum Laufen angetreten bin, aber ja, ach, ich weiß auch nicht, was ich sagen soll heute. Servus, grüezi, hallo und moin moin, Burkhard Huber-Kadu. Einer der Hannover, HAJ Hannover Marathon Botschafter 2019 auf meiner Laufserie 1000 Kilometer bis zum Marathon, der am 7. April in Hannover stattfindet. Ja, ich laufe wieder heute meine Hauslaufstrecke einmal um den Eutersee. Am Wochenende war ich ja in Sevilla, hab da nur den Halbmarathon gefinisht, beziehungsweise bin ausgestiegen. War ein tolles Erlebnis und ich war ja nicht so optimal vorbereitet. Viel Arbeit, wenig Training, leichte Erkältung vorher. Hab auch böse Kritik einstecken müssen von Zuschauern, Abonnenten und aus dem Familienkreis. Zu Recht, zu Recht. Aber wir Männer sind ja manchmal so, dass man einfach Dinge tut. Ich habe auch versucht, auf mich selber zu hören. Und insofern, jawohl, ihr habt recht. Eine der Kritiken war, warum ich da noch eingelaufen bin und mir die Medaille mitgenommen habe. Hey, das sind meine Reisen. Das sind meine Reisen um die Welt. Und außerdem, wenn ich da nicht eingelaufen wäre, hätte ich die wunderschönen Aufnahmen vom Finale so nicht machen können. Dann wäre ich ja nie in den Bereich reingekommen. Und natürlich, ich bin ja 25, also ein Halbmarathon, bis ich da war, 30 Kilometer gelaufen. Und das ist schon meine persönliche Erinnerung für meine Sammlung Running Around the World. Denn bei anderen Marathons oder bei anderen Laufveranstaltungen trete ich auch nur für einen halben an. Also insofern war die Kritik berechtigt. Aber andererseits mein persönliches Ego da gewesen zu sein und die Medaille an meine Wand zu hängen. Als Erinnerung, dass ich in Sevilla gelaufen bin, das war schon wichtig für mich. So, ich warte wieder auf meine Hündin. Ich merke so ein bisschen, Laufen und Reden, das ist wieder, habe ich auch ein bisschen verlernt in den letzten Wochen. Nächstes Projekt ist natürlich Jerusalem-Marathon im nächsten Monat. Ich muss ein bisschen besser laufen, ein bisschen mehr trainieren. Das neben der Arbeit ist nicht immer ganz so einfach, aber ich bleibe einfach bei meiner Devise jeden Tag 5 bis wie viel Kilometer auch immer. Wir machen. Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Es freut mich immer mehr, so die Resonanzen zu bekommen. Mittlerweile 200 Abonnenten. Das freut mich total. Und befasse mich immer mehr mit dem Thema. Bin immer mehr auf anderen Kanälen unterwegs, um zu sehen, wie die das machen. Und Mensch, das sind ganz schön große Schuhe, die ich mir da anziehe. Denn es gibt da in der YouTube-Welt wirklich super tolle Vlogger, wo man denkt, das, was ich mache, ist alles nur Schiete. Aber wenn ich nicht angefangen hätte mit dieser Schiete, dann wäre ich jetzt nicht so weit, wie ich bin. Und insofern bin ich auf einem guten Weg. Und ich lerne immer mehr. Laufen ist eine Sache, aber dieses YouTuben ist wirklich viel, viel Zeit geht in Anspruch, die man gar nicht sieht. Man hängt stundenlang am Rechner, um irgendwelche kleinen Filmchen zu machen. Und man denkt, das so schnell konsumiert und Stunden Arbeit hängen darin. Aber ich lasse mich weiter inspirieren. Wir laufen weiter. Ich hoffe, ihr lauft auch ein bisschen weiter. Wir merken, der Winter geht zu Ende. Es ist frühlingshaft. Hier macht das schon wieder richtig Spaß. So, Sanghe ist auch wieder fix dabei. Heute wird es eine 5er oder eine 7er Runde. Ich muss auch den ersten Tag wieder arbeiten. Ganz egal. Ich wollte mich einfach zurückmelden, euch motivieren, selber zu laufen. Und ihr könnt euch überzeugen, jawohl, mir geht's gut. Alles gut überstanden. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne in die Kommentarbox. Und ich freue mich, wenn wir uns dann beim nächsten Laufvideo sehen
oder bei meinem nächsten Restauranttest, den ich mit Dana gemacht habe und den ich vielleicht heute noch schaffe hochzuladen, mal gucken. Aber so ein Tag geht immer schnell vorüber in der Freizeit. In der Arbeit dauert das immer total lange. Da fühlt sich eine Stunde an wie drei. In Freizeit, zack, weg ist sie. So, ich muss mal wieder meine Hündin holen. Wenn ich immer nicht schnacke, dann achte ich nicht drauf. Nein, nicht im Dreck wühlen, Hund. Stopp, 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 stopp. Kommst du mal? Ja, so weit, so gut. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Ich wünsche euch ein super tolles Wochenende. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Danke, dass ihr zuschaut. Danke, dass ihr ein Teil meiner Community seid. Und alles Liebe, alles Gute hier aus Olden. Bis dann. Ciao, ciao. Ach so, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Denn die motivieren mich weiterzumachen. Und auch wenn der Daumen nach unten geht, jede Reaktion ist besser als keine Reaktion. Und die Krönung aller Dinge, abonniert meinen Kanal, damit ich bis zum 7. April vielleicht sogar auf 1000 Abonnenten komme. Alles Gute, bis dann, danke, tschüss. Sag hey, auf geht's, yeah! Da, 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 da. Oh. Weiter.